Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Max und seitdem ich Corpus Delicti gelesen habe, bin ich erklärter Juli C-Fan. Und natürlich habe ich dann auch jetzt Über Menschen endlich gelesen. Das war ja sehr, sehr gehypt von ihr. Ich hatte hohe Erwartungen und so viel kann ich schon mal sagen, diese Erwartungen wurden übertroffen. Ein ganz tolles Buch voller Witz, voll mit Charme, mit Dramatik, toll geschrieben, sehr realistische Charaktere. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Ein, zwei Kleinigkeiten haben mich auch gestört. Aber was ich auch sehr, sehr cool fand, war, dass dieses Buch, finde ich, auch ein sehr großes gesellschaftliches Problem bespricht und uns ein bisschen den Spiegel vorhält. Über all diese Dinge spreche ich gleich nochmal ganz kurz zum Inhalt. Worum geht es überhaupt? Das ist nämlich schon ein sehr, sehr witziges Szenario, was wir hier vorfinden. Wir haben Dora. Dora lebt in Berlin, arbeitet in einer nachhaltigen Marketingagentur. Und während der Corona-Pandemie hat sie etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Städter hin und wieder mal haben. Sie träumt von dieser Landromantik. Sie träumt davon, aufs Land zu ziehen, all das, was es in der Stadt gibt, all den Lärm, all die Probleme, all die nörgelnden Menschen hinter sich zu lassen und in ihrer landschaftlichen Idylle zu leben. Und das macht sie dann auch. Sie kauft ein Haus, ein Grundstück in Plausitz, heißt es, glaube ich. Und in Plausitz gibt es einen Ort, der heißt Bracken. Das heißt, das Ganze ist in Brandenburg, fernab von Gut und Böse, sage ich mal. Sie zieht in dieses Dorf, findet ihr Landhaus vor und merkt sofort, okay, es gibt vielleicht 20 andere Häuser in diesem kleinen Ort. Es sind nur sehr, sehr wenige Menschen hier. Und was dann passiert ist, dass Dora immer mehr in Kontakt kommt mit ihren Mitmenschen und sehr, sehr schnell werden hier einige Klischees bestätigt. Auf dem Land scheint jeder die AfD zu wählen. Klimakrise interessiert niemanden so wirklich. Ihr direkter Nachbar Gothe begrüßt sie sogar mit dem Satz, hallo, ich bin der Dorfnazi. Und Dora, ja, die erklärter Großstadtmensch, ist mit sehr vielen Idealen aus dem Prenzlauer Berg jetzt nach Berlin, nach Brandenburg zieht, sieht eben all diese Stereotypen bestätigt. Und dann wird aber im Verlauf der Handlung klar, dass es eben doch nicht so einfach ist und dass es eben doch Probleme gibt, wo man manche Sachen hinter sich lassen muss, wo es vielleicht doch mehr Sinn macht, miteinander zu sprechen. Und Dora ja wächst so ein bisschen rein in diese Dorfgemeinschaft. Und das ist super, super witzig, weil wir haben auf der einen Seite eben diese ganzen Klischees, die, sage ich mal, die Leute vom Land gegenüber Städtern haben. Die werden so durch Dora verkörpert, wie ich schon gesagt habe. Sie arbeitet in einer hippen Berliner Marketingagentur, zieht dann aufs Land. Und wir haben eben diese Klischees, die Leute aus der Stadt gegenüber Leuten aus dem Dorf haben. Ja, die wählen irgendwie alle AfD, sind alle rückschrittlich und die kümmern sich ums Klima und weiß ich nicht, sind alle total engstirnig. Und wir haben diese beiden Klischees, die gegeneinander überstehen. Und es ist sehr, sehr witzig, wenn man eben sieht, okay, welche Klischees bröckeln sehr schnell, wo steht vielleicht was hinter, wo gibt es da Konflikte und einfach dieses Szenario finde ich super, super witzig. Dazu kommt, dass ich selber auch in Brandenburg gelebt habe und habe das auch so ein bisschen quasi immer mitbekommen, so die Leute aus Berlin, also in Potsdam war das war ja auch Stadt, natürlich war nicht Land, aber irgendwie die Leute aus Berlin, die natürlich schon in ihrer Bubble leben mit alles muss vegan sein und weiß ich nicht und dann eben diese Leute aus Brandenburg, die so ein bisschen da teilweise andere Ansichten haben. Und was das Buch eben sehr schön macht, ist, dass es nicht sagt, das eine ist besser als das andere, sondern es stellt einfach diese beiden Klischees überspitzt gegenüber und das finde ich ist ein super cooles Szenario. Und auch ein Punkt, den ich ja schon angesprochen habe, dieses gesellschaftliche Problem. Und das finde ich sehr, sehr cool, das finde ich sehr, sehr mutig von Juli C., dass sie das in ihrem Roman auch angeht. Und dieses Problem beschäftigt sich damit, dass wir in unserer Gesellschaft immer sehr schnell damit sind, Stempel aufzudrücken. Ja, zu sagen, okay, Querdenker, linksgrün versifft, Nazi. Wir sind sehr, sehr schnell darin geworden, diese Stempel aufzudrücken, Menschen abzustempeln. Aber ich glaube, das ist nicht immer von Vorteil. Natürlich, wenn jemand erklärter Nazi ist, bei irgendwelchen Aufmärschen mitläuft, hat er den Stempel verdient, dann will ich mit dieser Person auch nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Leute, die einfach Angst haben, die unsicher sind, die dann auch sehr schnell von der Gesellschaft abgestempelt werden und die sich dann natürlich eher zu ihrem Stempel, sage ich mal, hin orientieren. Also wenn ich zu jemandem sage, ja, du bist ja eh ein Querdenker, mit dem muss ich nicht reden, aber er hat eigentlich einfach nur Bedenken, was manche Dinge angeht, dann wird er sich natürlich eher zu den Querdenkern hin orientieren, als wieder zur Mitte der Gesellschaft, sage ich mal. Und das behandelt dieses Buch ganz gut, weil es einfach zeigt, okay, manchmal ist der Dialog doch wertvoller oder manchmal muss man manche Dinge eben ausblenden,
okay, die Person hat jetzt eine andere Meinung als ich, wenn es um den Klimawandel geht. Trotzdem spreche ich mit ihr und schaue, okay, wo liegen denn da die Unterschiede, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, kann man vielleicht einen gemeinsamen Konsens finden? Und es gibt da einfach Probleme, wo man das dann vielleicht mal tun muss. Und genau das wird in diesem Buch sehr gut widergespiegelt, aber wie gesagt, ohne, ja, dass es irgendwie dogmatisch wird, dass gezeigt wird, okay, du musst das und das glauben, sondern es wird einfach gezeigt, dass dieses Schubladendenken problematisch ist und dass Dialog manchmal der einzige Weg ist, um eben einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu ja, kryptisch ausgedrückt alles. Ich möchte das Ganze auch noch mal kurz ja, darstellen mit einer Szene aus dem Buch, wie Julie C. das macht, wie geschickt und wie viel Witz sie das hier angeht. Ich erzähle dir was über Goethe. Also Goethe ist der direkte Nachbar der Hauptfigur Dora, sagt Steffen. Seine Frau hat ihn betrogen, monatelang mit dem Bofrostmann. Das ganze Dorf hat über ihn gelacht. Er hat es ertragen, bis sie irgendwann abgehauen ist und die kleine Tochter mitgenommen hat. Jetzt lebt sie in Berlin und er sitzt alleine in seinem Bauwagen. Und der ist Ausländer? Goethe? Der Bofrostmann? Der ist aus Plausitz, glaube ich. Warum ist er dann Nazi geworden? Der Bofrostmann? Goethe, ruft Dora wütend. Nazi war der vorher schon, sagt Steffen seelenruhig. Wo ist dann der verdammte Zusammenhang? Steffen grinst. Du hast es ganz gerne schwarz-weiß, stimmt's? So, und ich finde, das ist ein schöner Auszug, weil der zeigt zum einen, mit wie viel Witz und Charme Julie C. das Ganze angeht, aber er spricht auch direkt dieses Problem an, nämlich dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Schubladendenken, was eigentlich keinen Dialog mehr zulässt, obwohl Dialog so wichtig ist. So, und das finde ich ist ein ganz, ganz großes Thema in diesem Buch von Julie C. Aber was bringt das Buch noch mit? Wie ich schon gesagt habe, super viel Witz, super viel Charme, einfach dieses Szenario. Klischee Städterin trifft auf Klischee Dorfbewohner. Super, super witzig. Gibt einfach total viele Szenen, wo ich laut lachen musste. Sehr, sehr cool. Julie C. hat einen sehr eindringlichen Schreibstil, schreibt sehr realistische Dialoge und auch ihre Figuren, finde ich. Also es gibt wenige Figuren quasi in der Kernhandlung, aber die sind sehr tiefgründig dargestellt, sehr dreidimensional. Die kann man alle, also man kann sich in sie hineinversetzen und die haben alle ihre ganz eigenen Charaktereigenschaften und das schafft sie eigentlich mit sehr, sehr wenig, ja, das eben aufzubauen, dass man eine Bindung zu den Figuren entwickelt und dass man glaubt, man hat diese Figuren wirklich verstanden. Das schafft sie mit sehr, sehr wenig Text. Und auch die Figuren, die immer wieder am Rand vorkommen, ne, also zum Beispiel manche Bewohner von Bracken, also aus dem Dorf, wo Dora, die Protagonistin, lebt, auch wenn die nur kurz angeschnitten werden, haben die alle so prägnante Eigenschaften, wo man dann denkt, okay, man lernt die Figuren sehr schnell kennen. Und das ist eine sehr coole Eigenschaft von Julie C., dass sie uns Figuren so schnell und so eindringlich näher bringen kann. Und ja, einfach ein sehr, sehr tolles Buch. Ich habe es sehr genossen. Ich habe es gelacht. Ich habe gelacht. Es hat auch eine Dramatik, wo ich jetzt aber nichts von vorwegnehmen will, aber das bringt das Buch auf jeden Fall auch mit. Also es wird nicht nur mit diesen Klischees um sich geworfen, sondern man fiebert auch mit, man wird auch emotional mitgenommen. Ein sehr, sehr gelungenes Buch. Ein Punkt hat mich gestört, aber für den kann Julie C. im Grunde nichts. Dieses Buch ist aus dem Jahr 2021 und natürlich spielt dann auch Corona eine große Rolle. Geht ja auch nicht anders. Ich muss aber persönlich sagen, ich meine, ich glaube, wir können jetzt schon sagen, die Corona-Pandemie ist vorbei und ich möchte eigentlich nicht mehr so viel mit dem Thema konfrontiert werden. Ist aber trotzdem noch ein großer Part dieses Buches, aber wie gesagt, da kann Julie C. nichts für, weil es war einfach so zu der Zeit, dass das Buch entstanden ist. Aber ich habe drüber weggesehen und es ist trotzdem ein ganz, ganz tolles Buch. Lohnt sich auf jeden Fall. Julie C. über Menschen. Wie gesagt, ich bin Julie C.-Fan und werde schauen, welches Buch ich von ihr als nächstes lese. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Hast du das Buch schon gelesen? Hast du ein anderes Buch von Julie C. gelesen? Schreib es mir nochmal in die Kommentare. Ich diskutiere immer sehr, sehr gerne noch im Nachhinein mit euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.